Meine Damen und Herren, diese beiden Konzeptfahrzeuge demonstrieren, wie die Zukunft nachhaltiger und dynamischer Mobilität aussehen kann. Sie sind das beste Beispiel für eine Revolution, ich sage ganz bewusst für eine Revolution im Automobilbau. Der BMW i3 Konzept wird rein elektrisch angetrieben und er ist optimal für den Stadtverkehr. Der BMW i8 Konzept ist ein Plug-in-Hybrid-Modell. Mit dem Zusammenspiel Elektromotor und Verbrennungsmotor sorgt dies für maximale Effizienz und für höchste Dynamik. Revolutionär ist auch die Karosserie von i3 und von i8. Und zwar sowohl hinsichtlich der Bauweise als auch dem Material. Das Chassis wird aus Aluminium gefertigt und die Fahrgastzelle aus CFK. Und durch den Einsatz von CFK haben wir den Widerspruch gelöst, dass Elektrofahrzeuge durch das Gewicht der Batterie deutlich schwerer werden. Denn CFK ist ein extrem leichter und dennoch sehr fester und sehr steifer Werkstoff. Und zur Herstellung der Carbonfasern haben wir mit der SGL Group ein Joint Venture gegründet. Anfang September haben wir in den USA, in Moses Lake, die Produktion aufgenommen. Und die Energie für die Produktion stammt ganz aus Wasserkraft. Ein konkreter Beitrag für die nachhaltige Wertschöpfungskette und die Vision von der Dr. Reis.